Willkommen zurück zu Let's Play Herr der Ringe im Norden mit dem Fabi. Wir machen weiter. Zur Folge haben wir den Steinriesen besiegt und jetzt geht's weiter wohl nach Gundabad. Genau, in den Gundabadberg. Das wird lustig. Ich hoffe, wir sind bald am Ziel, sonst wird sich dieses Wetter noch tödlicher als die Orks erweisen. Nur Mut. Wir sind fast da. Und der Schneefall verbirgt uns vor den Augen des Feindes dort unten. Beleram, sieh! Über dem Berg! Setz uns ab! Wir können im Schutz dieses Sturms versuchen, einen Weg in den Berg zu finden. Das wird kaum gelingen, wenn diese Kreaturen von oben Wache halten. Sobald wir euch abgesetzt haben, werden meine Kameraden und ich diese Biester erledigen. Soll doch eine ganze Armee sind, jetzt tritt mit Drahtlern hier reinfliegen. Ich hab kein Himmelsfahrtskommando oder so. Ich finde auch der Schneeeffekt ist halt saugut dafür, dass das Spiel schon älter ist. Vor uns sind Patrouillen. Auf der Rüstung, weißt du? Scheint, als würden sie etwas suchen. Hoffen wir, dass ihre Augen weniger scharf sehen als die unserer Adlerfreunde. Wir könnten unter den Horden von Gundabad wie einfache Orks erscheinen. Naja, bestimmt nicht uns. Wir sind gerade erst angekommen und sie gehen in die andere Richtung. Das ist wahr. Jetzt lernt ihr einen Waldläufer kennen! Hier, Freunde, sammelt euch bei diesem heilsamen Licht! Eine Armee, die dem standhalten kann, das ist sicher. Aber wonach suchen sie dann? Das geht da unten ab. Ich sag ja, da kommt die ganze Armee. Gamescom Einlass oder was? Ja, wenn vor Corona, ne? Das sind schreckliche Herausforderungen. Wie hat er das gemacht? Rücken an Rücken! Welche Chance! Ein guter Zeitpunkt. Sehen ja noch gepanzert, was soll denn das?
auch eine. Sehr gut. Tretet in den Schein dieses Lichts und ihr werdet geheilt sein. Was? Frag nicht. Die hat mich in ihrem Netz. Deswegen ja. Gibt's doch noch Spinnen. Ich kenne diese Zeichen. Hier hat ein Waldläufer einen geheimen Vorrat angelegt. Sie haben mir noch keine gesehen. Gelehrt. Ah, sehr gut. Damals doch. Hilf mir hier mal! Haben wir davon nur eins, oder was? Ja, schau mal. Okay. Ich hab keinen Platz mehr. Was Waffen angeht. Auch Sachen weggewerfen. Ja, fallen lassen, es geht. Nice. Ja, das Eisschwert ist ein bisschen besser noch. Okay. Ja, ich konnte was untersuchen. Also. War nur ein Bug. Ein Bug. Ja, brauchen wir nur die Elbensteine für sie. Für die Arwin. Sterben doch gleich. Nicht die Orks, die sind ja extra so gezüchtet. Oder wir können mal da unten lang. Ja. Los, wir sind zu weit. One step too far. BX-Axt. Ja, okay, es ist egal. Derselbe Weg. Gab's noch ein bisschen mehr Loot. Warte, plus 20 Gesundheit, also habe ich schon noch. Das ist so ein Ring. Eingefroren und zum Feuerbrand gesteckt. Sehr gut. Hä, er hat mich trotzdem noch getroffen, wo ich mich gerollt habe. Ach,
die Eier abgeschnitten über dem einen Ort. Vorsicht, mein Freund, ich helfe dir. Kam Medium standen kann, das ist klar, hast du ein Wort gesagt, aber okay. Ja, die Elite Orks schon wieder. Lern dir einen Waldläufer kennen! Voll in den hellen Modus ist er gerutscht, ey. Idiot. Ich Bein ab. Noch nicht. Er braucht schon Bein. Echt mal. Voll überbewertet. Kann man doch auch kriechen. Bist du Kriech oder was? Danke. Bitte. Alter, die hat einfach Mjölnir in der Hand. Was geht denn jetzt? Das bei ihr. Hä, wo müssen wir eigentlich drin? Ach so, da oben. Natürlich.
Ich find's gut, wie wir noch weiter auf ihn einschlagen. Ey, kein Loot, was soll denn das? Tja. Scheiß Spiel. Noch ein Toll! Oh Gott, sind zu dritt. Zweit. Ja, aber ich hab jetzt den Toten schon mitgezählt. Da haben die nicht mehr killen lassen, sonst kriegen die kein Loot mehr. Also Gegner der wilde Spiel, dass du den benutzt. Hä? Das sind so Gegner der wilde Spiel halt, dass du den benutzt. Weil die so fucking viel aushalten. Ich hab Blutkrieg, weißt du? Ah. So, hier. Okay, der hat auch kein Loot dabei, dazu können wir doch den Adler killen lassen. Doch, Shadow Loot. Echt? Ja. Betrug, ganz ehrlich. Da lag Zeug. Ja, Betrug, sag ich doch. Ist nur, weil du Lobby-Leader bist. Fucking shit. Brauchen noch vier. Brauchen noch. Ja, über fünf Stück von diesem Schiff drauf. Wo sollen die denn herbekommen? Von was? Von diesen Schiffrollen von Hexenmeistern. Da oben ab. Party. Da vorn, noch eine Meute Orks. Seht, da ist eine Tür. Hier war ein schweres Gefecht. Die schwer zu erkennen, aber scheint irgendwas scheint nicht zu stimmen, sage ich im Wort. Es schmerzt mich im Hals. Seht, da ist eine Tür, sagst du. Das ist voll random, was sie aber was anderes sagen. Ey, wenn das nicht wäre, wäre das Spiel tatsächlich perfekt. Das ist der einzige Bug. Außer halt die Multiplayer-Bugs überhaupt zu machen. Ist ja wieder ein Hammer-Dude, ey. Du bist Hammer. Yo! Sieh mal, was von hinten kommt! Gut, Spielerrahmen. Die Dudes auch nicht blocken. Kein feindliches Geschoss kann diesen Schild durchbrechen. Diese Maschinen müssen die Schmiedeöfen und Gießereien dort unten antreiben. Es scheint, dass der Kampf im Backwater ging. Naja. Ist man da hoch, oder? Gar nicht. Also geht nicht, okay. Geht das nicht weg? Jemand war vor uns hier. Es gab hier vor sehr kurzer Zeit einen Kampf. Diese Leichen, es sind Zwerge. Dieser hier lebt noch. Na dann komm. Komm her, du Abschaum. Bring es zu Ende. Ihr,
Ihr seid keine Orks. André, hilf ihm. Nutze deine Künste. Nein, nein. Spart es auf. Die Pfeile vergiftet. Keine Hoffnung. Aber ihr könnt helfen. Helft, Freunde. Deine Freunde, wo sind sie? Sind weitergegangen. Weiß nicht wo. Jetzt findet sie. Sie brauchen Hilfe. Warum seid ihr hier? Was hattet ihr vor? Wir suchen eine Waffe. Wir müssen sie finden, einsetzen, die Orks aufhalten. Was ist das für eine Waffe? Wo können wir sie finden? Zwergenwaffe. In den Felsen. Nordri hat Schlüssel. Findet sie. Helft ihnen. Bitte rettet Nordinbad. Wo oder was ist Nordinbad? Er kann uns nicht mehr helfen. Er ist tot. Aber in dieser Festung könnten noch mehr von seiner Art sein. Ja, und sie suchen irgendeine Art Waffe. Kommt, wir müssen versuchen, sie zu finden. Diese Höhlen sind von den Hammerschlägen tausender Orkschmiede erfüllt. Wie die Zwerge, die in den Berg sind. Tja. Das war's. Lasst uns schnell weiter. Sie ergötzen sich daran, die Werke anderer zu verunstalten und sie zu ihren eigenen elenden Zwecken zu verwenden. Ich finde es gut, dass der Dialog hier ist eine Goldader durch. Hilf mir mal, Herr Sitzes. Mal sehen, was jetzt kommt. Ah ja. Hier ist korrekt. Gegner mehr Stärke. Jetzt lernt ihr einen Dunalan kennen. Komm schon, Sir. Wir haben noch Feinde zu besiegen. Nein. Komm schon, Sir. Wir haben noch Feinde zu besiegen. Hey, ich hab's gerade wiederbelebt. Der Balken war nicht voll. Doch. Von mir nicht. Dieser Hammer-Typ, ey. So. Geht in diesem Lichtschein in Deckung. Als er wieder rückwärts runtergefallen ist. Bunny Hopping. Wir müssen einen Weg durch dieses Tor finden. Ein anderer Waldläufer hat uns hier ein paar Vorräte hinterlassen. Ich bezweifle, dass hier ein Waldläufer war, aber okay, ich spiel. Das muss
Wieso gehen die immer erst auf die Frau? Weil die Heilerin ist. Ja, ja. Ja, ein Zwerg greift dich an. Ist der mal einer aus dem Dunedain kennen? Hä? Und jetzt? Ja, wollen sie immer dasselbe sagen? Ja, das soll man doch mehr als eine Dialoge haben. Kann nicht mehr viel einstecken. Das wechselt den Modus. Geht hier in Deckung. Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen. Müssen wir ein bisschen mit ein paar Pfeilen hier zu bearbeiten. Ich bringe das ja mehr. Oh, 500 Schaden der Headshot. Ah, eine Goldader. Was haben wir denn hier? Voll. Ich glaube, wie auch immer ich das gemacht habe, ich habe gerade den Schlag kontert. So, ob ich jetzt was da umgegangen wäre. Dann lasst uns die Zahnräder zerstören. Das war Bogen, nice. Der Kriegsmaschine des Feindes. Sie schmieden Waffen und Rüstungen, um die Horden, die sich hier sammeln, auszurüsten. Wir halten sie auf! Kassert! Kassert! Weiter, schnell, bevor diese Säule unter uns einstürzt! Dieses Geräusch, was haben wir getan? Ziemlich die Wand schießen wollten. Tja. Auch kann man auch Wallhack. Kleinen CSGO-Spieler. Thank you.
eine Schriftrolle. Okay, gut. Inventar ist voll, toll. Ach, da vorne sind Händler. Ja, ist ja gut. Gut, Leute, ich beende hier an der Stelle die Folge. Danke fürs Sehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.